Habt ihr auch schon mal gefragt, wie man 45 Zelt lagert? Kommt mit! Wir sind hier im Hochregallager bei unserer Zeltvermietung. Hier lagern wir alle unsere kleinen Komponenten, die wir brauchen, um unsere 45 Zelte zu bauen. Wir haben einerseits ganz verschiedene Zeltballen, wo wir aus den einzelnen Ballen die ganzen Zelte zusammenknöpfen können. Wir haben andererseits ganz viele diverse Eisenteile, Anschlagpunktteile, die wir brauchen, damit die Zelte windsicher und ordentlich stehen. Unsere Zelte sind gross, aber dass sie haben, braucht es ganz viele kleine Teile. Die lagern wir hier lagern. In unserem Schubladenstück haben wir diverse Schrauben, wir haben diverse Anschlagmittel, Schäkel, ganz kleine Schrauben, dass wir mit diesen kleinen Teilen auch grosse Zelte bauen können. Wir lagern weit über 1000 Artikel und dass wir dort die Übersicht nicht verlieren, ist alles EDV-mässig erfasst. Jeder Artikel hat seine Nummern, ist einer Gruppe zugewiesen und so können wir sicherstellen, dass auf Baustellen nichts vergessen geht, nicht doppelt vermietet wird und dass wir so möglichst effizient planen und arbeiten können.